Hallo, heute haben wir uns vorgenommen, ein Video zu drehen, und zwar, wie man einen Akku bei einem MacBook Pro austauscht. Hier in dem Fall haben wir ein MacBook Pro vom Jahr 2012, und ich habe schon viele Dinge gesehen, viele fehlerhafte Dinge beim Ausbau des Akkus. Also hier habe ich einen neuen Akku, ja, den ich hier dann danach einbauen werde. Und wie man es auch hier schon erkennen kann, haben wir hier überall Klebestreifen schon angebracht, zum Glück. Das ist immer eine gute Sache, weil sonst muss man selber mit gutem doppelseitigem Klebeband arbeiten. Aber die Betonung liegt auf gutem, ja. Es ist nicht so einfach, gutes Klebeband zu finden. Also der erste Schritt, den man macht, ist auf jeden Fall mal die Lautsprecher hier abzuschrauben. Das habe ich jetzt schon mal gemacht, damit ich euch nicht langweile mit der ganzen Sache. Dann habe ich hier zum Beispiel mit der Karte vorher ein bisschen Alkohol genommen, Isopropanol-Alkohol. Habe ich vorher ein bisschen hier in die Ecken rein, damit der Kleber ein bisschen aufweicht. Und somit bin ich dann hier drunter gegangen und habe dann Stück für Stück mich vorgearbeitet, ja, um den alten Akku sauber ausbauen zu können. So, jetzt ist mir hier noch ein Stück geblieben. Das schaue ich jetzt, ob es hier klappt. Weil, dass man mal sieht, welche Mühe so etwas auch überhaupt bereitet, weil viele denken, ja, einen Akku tauschen und dann Geld dafür verlangen, ja, aber wenn man sieht, was da an Arbeit drin steckt, dann ist es eine klare Geschichte, dass das wirklich damit verbunden ist. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen davon. Ich sehe, das kriegt man nicht so einfach raus. Da wünscht man sich doch irgendwie die alten Geräte wieder zurück, die einfacheren, wo man einfach sagt, ich tausche den Akku. Schraub den Akku raus mit zwei, drei Schrauben. Und dann habe ich, seht ihr, jetzt habe ich ein bisschen Alkohol drin da und schaut, und schon löst sich der Kleber ganz anders. Langsam. Warum mache ich das mit so einer Plastikkarte? Hier jetzt eine Karte, bei dem klappt es jetzt gut, bei anderen klappt es wieder da mit dem nicht. Da muss ich halt wieder mit Plastik arbeiten. Ich mache es nicht mit Metall, weil ich hier nämlich, vielleicht, wenn ich zu stark drücke, hier die Platine beschädigen könnte, dieses Flexkabel, wenn ich abrutsche, drunter dieses Touchpad. Also, das sind alles Geschichten, die wichtig sind, die man beachten sollte. So, und jetzt haben wir den Akku rausgenommen. Und hier kann man auch deutlich erkennen, wie er aufgebläht ist. Schaut euch mal das an. Richtig aufgebläht hier. Hier der kleine genauso, dieses Pack. Wenn man es vergleicht mit der anderen Seite, sieht man deutlich, dass es hier dick geworden ist und hier normal aussieht. So, das nächste, was ich mache, mit Vorsicht, hier habe ich Glück, dass der Kleber gut weggegangen ist. Auf jeden Fall arbeite ich den Kleber hier weg. Ja. Hier besonders diese schwarzen Streifen. Ja, wie gesagt, immer mit leichtem Druck, nie zu stark, weil sonst macht man sich da was kaputt. Einfach hier schön weg, damit später die saubere Klebefläche wieder da ist. Ja. Hier schauen wir mal, wie wir das hier abkriegen. Ja, geht gut weg. Ja, wie gesagt, dieser Isopropanol-Alkohol ist eine fantastische Sache hier für diese Arbeit, weil sonst macht man da vielleicht noch mehr kaputt, als es dann im Endeffekt was bringt. Ja, das ist halt eine Geschichte hier. Nicht so einfach. Muss man Schritt für Schritt sich vorarbeiten. So. Nochmal. So. Hier nochmal ein bisschen, ja, ist manchmal eine lästige Arbeit, aber muss gemacht werden, leider. Wie gesagt, hier darf man nie mit sehr viel Druck arbeiten, weil man darf nicht vergessen, dass unten drunter dieses Touchpad ist. Und wenn man da wirklich zu viel Druck ausübt, könnte es passieren, dass man was kaputt macht. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck hier der Sache. So, ich sage es gleich mal von vornherein, es ist nicht wichtig, dass es jetzt hundertprozentig komplett klebefrei ist, dass da wirklich nicht mal ein Stück da sein darf. Das ist es überhaupt nicht.
weil dieser Kleber hält extrem gut, wenn man guten doppelseitigen Kleber hat. Es ist ja nicht wie bei den Telefonen, dass man sagt, hey, das Display soll geklebt sein, picobello, dann müssen natürlich alle Reste weg. Da könnte auch irgendwas drunter liegen zum Beispiel und dass dann irgendwie das Display sich, sag mal, dass es bricht oder was auch immer, dann Riss bekommt. Hier in dem Fall mache ich nur Folgendes. Ich reinige einfach ein bisschen nach. Moment. Hier für mich ist jetzt einfach nur mal wichtig, eine trockene Klebefläche zu bekommen, weil vorher habe ich es ja mit Alkohol eingeweicht. Ja. Und das, was weggeht, geht weg. Vertraut mir, das, was nicht weggeht, das spielt auch überhaupt keine Rolle. Hier ist es schon mehr als gut. Ja. Diese feinen Streifen, die machen überhaupt gar nichts aus. Das sage ich euch aus Erfahrung. Natürlich, das Papier muss raus. Aber das war schon perfekt. So, dann nehmen wir mal einfach mal den neuen. So, den positionieren wir jetzt mal sauber rein. Zwar, ich mache es immer so, ich klebe gleich sofort diese Klebefläche hier ab. Dann habe ich hier sauber, ja, klebt sehr gut. So, dann zentrieren wir das Ganze. Gehen wir jetzt einfach schauen, ob es hier sauber anliegt, ja. So, das ist einfach nach Gefühl hier. So, dann habe ich hier eine Schraube, passt hier. Jetzt kann ich es hier schon direkt ankleben, auch wenn es ein bisschen, da kann man noch ein bisschen nacharbeiten, wenn man diese Folie abbekommt. Die habe ich extra vorher nicht abgeklebt. Warum? Damit ich diese Packs, damit sie mir nicht in der Luft herumschwanken und dass ich da nicht irgendwie vielleicht ein Kabel abreiße oder eine Verbindung zwischen den einzelnen Packs. Und am Ende kann man es natürlich immer noch ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass man das nicht mehr nachjustieren kann. Solange es nicht hundertprozentig richtig geklebt ist, kann man immer noch mal hier sauber nachjustieren. Sauber. So, hier passt es schon. Hier genauso. Es geht immer noch. Kann man immer noch sauber hin, einfach nachjustieren. Ist perfekt. Super, sieht gut aus. So, damit ich euch nicht so lange aufhalte, machen wir jetzt natürlich den ultimativen Test. Boah, das ist immer am Anfang mal schwierig, sauber die Position hier zu bekommen. Jetzt haben wir es, super. So, jetzt schauen wir einfach mal provisorisch. Ich hab schon mal einen Vortest gemacht, das ist absolut wichtig. Das habe ich schon fast vergessen dazu zu sagen. Ich habe schon mal vorab einen kleinen Test gemacht, bevor ich mir die ganze Arbeit hier zumute und die ganze Arbeit hier mache, durchführe, habe ich vorher diesen Akku, den anderen, abgesteckt und einmal eingesteckt. Weil, was glaubt ihr? Ihr macht die ganze Arbeit, habt den neuen Akku und dann seht ihr, dass der neue Akku gar nicht funktioniert. Dann ist man natürlich wirklich in einem Pechstatus. Ich zeige euch nur mal kurz was. Ja, ich zeige euch mal kurz. Jetzt sehen wir mal nur, ob das Ding hier funktioniert. Mal einschalten. Ja, man hört den Sound, das hört sich schon mal gut an. Wollen wir mal sehen, weil vorher war der Status, ich muss leider hier den Namen verdecken. Man sieht 81%, das heißt, er ist sogar noch geladen, der Akku. Ja, okay. So, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, liked es oder abonniert den Kanal und bis zum nächsten heißen Tipp dann. Ciao.